So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Podcast-Video. Ja, ihr hört richtig und ihr lest auch richtig Podcast. Ich habe jemanden gefunden, mit dem ich ein neues Format anfangen konnte, nämlich die gute Miss Sabat, oder da soll ich dich Kati nennen in dem ganzen Video. Du kannst mich auch Kati nennen. Gut, Hi. Hallöchen Kati. Also wer die Kati nicht kennt, der kann sich gerne mal die Videos angucken, die ich bisher zur Mario Kart 8 Deluxe Challenge veröffentlicht habe vom KP. Da ist sie eine, ich sag's mal freundlich, liebgewordene Konkurrentin. Ja, definitiv. Der kleine Penetrierzwerg, wie ich mich gerne auch selber nenne. Das ist eine schöne Bezeichnung. So, aber erstmal zu dem, Ah. was wir heute machen. Wir befinden uns in der, wie haben wir uns gestern so schön darauf geeinigt, in der Coronation Corner, also der Oh Krönungsecke. ja, oh ja. Nämlich, es geht heute um das Game of Thrones Prequel House of the Dragon, was ja gestern auf Sky gestartet ist. HBO bringt einen weiteren Brocken dazu heraus, wo wir uns alle wirklich sehr drauf gefreut haben. Ich nehme mal an, da spreche ich auch für dich. Ja, definitiv, voll. Ja, weil Game of Thrones immer noch wahrscheinlich die erfolgreichste Serie, die auch auf lange Sicht jetzt erstmal nicht zu schlagen sein wird, was die Hype-Zahlen und so weiter angeht. Das stimmt. Und wir haben beide auch schon im Vorfeld so sehr über die Serie noch gesprochen und uns überlegt, was kann man denn eigentlich so davon erwarten, und haben auch über Game of Thrones wieder so ein bisschen geredet und kam dann so die Idee, ey, lass doch einen Podcast draus machen für jede Folge, die jetzt erstmal kommt, und dann schauen wir mal, wie die Leute das annehmen. Weil ich freue mich mega darauf, dass wir das hier gemeinsam machen, und Ich mich würde, auch. das freut mich, das höre ich gerne, und Ja, würde dann einfach klar. mal sagen, wir steigen dann erstmal ein. Wie war denn das Feeling? Und die Frage stelle ich erstmal an dich. Wie war es für dich erstmal, als es losging? Ich war tatsächlich sehr unvoreingenommen. Also ich bin interessanterweise nicht so mit einem extremen Hype reingegangen, sondern wie wahrscheinlich viele auch, vor allen Dingen durch die vergangene 8. Staffel. Und die Kritik, die es da gab, bin ich tatsächlich sehr skeptisch reingegangen. Ja, ich finde, es ist vom Gefühl her jetzt in der ersten Folge auch so geendet, wie es wahrscheinlich auch für viele in der ersten Staffel von Game of Thrones war, dass man noch gucken muss, wo es hingeht, um ein deutliches Urteil, sage ich mal, fällen zu können, wie es einem letztendlich gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war schon. Also wir hatten ja schon ausgiebig über die letzte Staffel gesprochen. Ich bin ja einer derjenigen, die wirklich sagen kann, ich finde die erste Staffel gut, wie sie geworden ist. Ich gehe nicht mit allem d'accord, was da so passiert ist, aber ich konnte mich mit dem Ende sehr gut anfreunden, weil ich vieles tatsächlich insgesamt sehr schlüssig fand. Da werden jetzt einige mir wahrscheinlich insgeheim schon an die Kehle springen wollen für das, was ich sage, aber es ist meine persönliche Sichtweise. Seht das nicht so Ja. eng. Also man soll nicht jemanden verachten dafür, weil er eine andere Meinung hat. Das Das stimmt. ist nicht in Ordnung. Finde ich aber bei uns beiden dann auch eine ganz gute Kombination, weil ich bin ja da wirklich so eher der 8. Staffel-Kritiker. Also ich finde jetzt nicht auch nicht alles ganz schrecklich, aber ich habe auf jeden Fall, haben wir ja schon mal verglichen, ein paar Kritikpunkte, Ja, aber die, du hast ja auch, ich habe dir ja ne? manches erklärt, warum ich damit unbedingt jetzt leben kann. Und da hast du ja auch gesagt, okay, Ja. das kann ich nachvollziehen. Ist, Ja, dann, gut, das das, ist ja auch genau, okay. das Ich stimmt. verstehe auch voll und ganz, dass man sagt, das Finale gefällt einem nicht. Natürlich, das kann man immer sagen, weil ein Serienfinale wird nie alle zufriedenstellen, das wissen wir. Ja. Aber gut, wir wollen das jetzt nicht so weit aufarbeiten. Wir sind ja heute auch ein bisschen in der Zeit begrenzt. Deswegen, also du sagst, du bist nicht mit so einem Hype rangegangen. Also Genau. ich muss ehrlich sagen, also ich war schon ein bisschen gehypt auf das Ding, weil ich mich wirklich darauf gefreut hatte, weil die Targaryen, Familie durchaus ja, sage ich mal, auch Potenzial hat, um was zu erzählen, weil man ja immer auch in der Serie so die Einstreuung gehabt hatte vom irren König, und es auch immer heißt, wenn ein Targaryen geboren wird, werfen die Götter eine Münze, so nach dem Motto 50-50 Chance, ob sie irre werden oder nicht. Deswegen, also da ist ja durchaus Potenzial vorhanden, und da ja auch wieder die gleichen Macher, glaube ich, zumindest dran sitzen, habe ich eigentlich da große Hoffnung gehabt, dass das funktioniert. Deswegen würde ich jetzt mal vielleicht damit anfangen, wie es denn überhaupt war. Also ich muss sagen, eigentlich nur eine Sache, die sticht unfassbar heraus, und die ist mir immer wieder bewusst geworden beim Gucken gestern. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber der Name dafür lautet Nostalgie.
Ja, definitiv. Also volle Kanne. Allein die ganzen, also es klingt jetzt so fast schon rassistisch, wenn man das so sagt, aber die ganzen blonden Haare zu sehen, finde ich, war irgendwie richtig krass, weil zuvor hat man ja so gesehen, so richtig Targaryen-actionmäßig nur zwei Leute gehabt, nämlich Daenerys und Viserys. Und auf einmal fast zu 90% der Folge nur diese blonden Haare zu sehen, das war irgendwie richtig crazy, finde ich. Hat Ja. auf jeden Fall, war auf jeden Fall besonders. Also, was für mich halt wirklich krass war, war erstmal, dass mit dieser Texttafel angefangen wurde. Die, muss ich ehrlich Oh sagen, auch bei ja. mir ein kleines Negativerlebnis ausgelöst hatte, weil da stand dann 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen und dem Tod des Irren Königs. Da habe ich noch so gedacht, ach, schade, ich hätte gerne den Irren König in dieser Serie vielleicht noch gesehen, weil ich wusste nicht mehr so genau, wie weit in der Vergangenheit spielt das jetzt? So, ja gut, aber das ist natürlich schwierig, ne, mit dem irren König, das ist ja Nein, der nein, nein. Nicht, Vater. dass es um den Irren König gegangen ist, sondern dass man nun vielleicht mal irgendwie im Laufe der Serie gesehen hätte, warum ist er denn eigentlich irre geworden? Weil das, sag ich Ja, mal, finde ich, ist das eine Story, stimmt. die hat Potenzial, die kann man durchaus ausschmücken. Ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, weil wir ja wissen, dass es hier auch schon, sag ich mal, den Bach runtergeht mit den Targaryens, oder gehen wird, So langsam. genau, dass ich mir vorstellen kann, dass das mehr oder weniger sich immer wiederholend ist, ne? Wie so eine ewig sich wiederholende Geschichte bei Daenerys, bei dem Irren König und vielleicht ja auch dann eben schon bei denen hier, bei der jetzigen Gruppe Targaryens Auf und die kommen wir gleich zu sprechen noch. ne? Aber da triffst du wirklich einen guten Punkt, weil das ist nämlich auch das, was mir immer wieder so ein bisschen auch in der Folge ins Gedächtnis gekommen ist, dass ich so mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil Game of Thrones hatte eine Sache, die hat sie außergewöhnlich gemacht, nämlich du konntest nie sicher sein, was passiert. Kein Charakter war sicher. Hier ist es jetzt so ein bisschen anders. Du weißt schon ungefähr, was passiert. Nicht zu 100% natürlich, aber du hast so ein bisschen schon so eine Ahnung, wo geht das Ganze hin. Da sind so ein bisschen die Überraschungen raus. Also ich hoffe, dass sie es noch hinkriegen, uns ausreichend zu überraschen. Ja, das hoffe ich auch. Aber das ist halt so die andere Sache, die ich mir so gedacht habe während der Folge, wo ich mir dachte, das könnte dann vielleicht doch noch schwierig werden, aber will mich jetzt erstmal davon jetzt nicht blenden lassen. Ja, also, aber ansonsten denke ich, im Großen und Ganzen können wir aber sagen, sind wir sehr zufrieden gewesen mit der Folge, oder? Ja, ich auch. Was ich noch zum Thema Nostalgie sagen wollte gerade, eine Sache Da und fällt mir auch noch zwar was ein, aber erzähl das erstmal. Thema Nostalgie. Wenn über Königsmund dieser Kameraschwenk Oh kommt, man ja. sieht auf einmal, man sieht den roten Bergfried und so und da war ich richtig hin und weg. Das hat Auch mich so diese richtig. Kamerafahrt durch das Schloss, wo dann dieser Bogen Ja! zu sehen ist, wo in Staffel 7 Cersei diese Karte dahin gemalt hat. Ja, Die genau. Oder schießen halt der. sofort diese Bilder in den Kopf. Das ist herrlich. Oder der große Drachenkopf wieder im Keller und so. Also es war schon, es gab auf jeden Fall so einige Szenen, wo man sich dachte, hey, das kennt man doch. Und da fühlt man sich irgendwie so ein bisschen wieder zu Hause schon fast. Oder was ich auch total schön fand, wo ich eigentlich erst ein bisschen verwirrt war, weil ich dachte, hey, sind sie jetzt auf einmal in Winterfell oder nicht? War als sie hier die Prinzessin mit ihrer Renes meinst Freundin du? da ja, genau, mit ihrer Freundin da an dem Baum gesessen haben Ja, und das hat mich auch miteinander verwirrt. gesprochen haben. Da dachte ich so, hey, das sieht voll aus wie Winterfell, wie Ned Stark in der zweiten Folge der ersten Staffel damals. War ich total perplex und ja, aber dann war es ja scheinbar doch Königsmund. Aber das ist ein guter Punkt. Über den hätte ich mich auch gewundert. Ich habe es mir dann tatsächlich so erklärt, dass wo die Targaryens noch in Königsmund reagiert haben, waren sie noch sehr gottesfürchtig. Und dass Königsmund einfach wie in Winterfell auch so ein Götterhain halt praktisch hatte, wo Genau. dieser Baum halt steht. Ja, das dachte ich mir dann auch, dass die wahrscheinlich zu der Zeit, ne, so lange vorher auch noch an die alten Götter geglaubt haben und dann bei den Werholzbäumen immer ja, ihre Zeit verbracht haben, wenn sie irgendwie in Gedanken waren oder so. Weil ganz ehrlich, Ja. bei Robert Baratheon kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Nee, bei Robert kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja. Aber gut. Das stimmt. Aber wo du das gerade sagst, fällt mir nämlich auch noch was ein. Eigentlich, also wie gesagt, zwei Sachen zur Nostalgie. Nämlich einmal,
dass ich habe im Nachhinein noch gelesen, die haben anscheinend in neuen neuen Studios tatsächlich gedreht von Warner Brothers, wenn ich das richtig verstanden habe. Was mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen daran gestört hat, ist, war, dass man hätte auch noch viel mehr die Nostalgiekeule schwingen können, indem man, sag ich mal, bekannte Settings nutzt, die man in Game of Thrones in Königsmund schon gesehen hat. Tatsächlich war bis auf den Thronsaal, glaube ich, fast alles neue Schauplätze, die ich vorher so noch nie gesehen habe in Game of Thrones. Und Ja. das muss ich ehrlich sagen, fand ich wirklich schade, weil ich mir dachte, ey, warum nehmt ihr denn nicht die Settings, die ihr vorher genommen habt? Das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht mehr genau, was es im Endeffekt ist, aber Also zum Beispiel, nimm bei mal nur als Beispiel diese Kampfarena, wo die Ritter ihr Turnier ausgetragen haben. ja, genau, Das die zum ist 100 Beispiel. Pro ein Studiodreh gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das so Das zusammengeknüllt wirkte. finde ich, ich finde auch, dass das eher wie so eine tatsächliche Arena wirkte. Es war mir schon fast zu modern. Das ist lustigerweise auch eine der Sachen, vor der ich am meisten Angst hatte mit dem Start der Serie, weil auch schon im Trailer mir vieles so eher neumodisch vorkam. Also im Vergleich zu Game of Thrones vieles so extravagant, und es kann ja sein, dass die Targaryens diesen Stil so, ne, ausgelebt haben und so, aber es wirkte alles viel neuer und frischer, als es eigentlich vielleicht zeitlich gesehen hätte sein können oder müssen, wie auch immer. Wenn man so sich an das Turnier von damals zurückerinnert, womit ja auch Game of Thrones gestartet ist, Ja. wo dann nur ja im Endeffekt zwei Runden gemacht wurden und Wo da ja direkt dann auch auch Sandor natürlich. Clegane noch dem Pferd den Kopf abgeschlagen hat. Genau, die Szene meine ich. Dann, ich meine, klar, die waren da auf dem Weg nach Königsmund, deswegen, das war ja so ein Turnier auf dem halben Weg hin. Aber trotzdem fand ich das ja in der jetzigen Folge dann ta dagegen tatsächlich sehr imposant und sehr mutig, das so groß zu machen. Aber, also, was mir halt jetzt gerade noch eingefallen ist, woran das liegen könnte, weil ich habe auch gelesen, dass die Dreharbeiten, die waren 2020 und 2021 und die mussten sogar unterbrochen werden wegen positiven Corona-Fall. Es kann natürlich sein, dass diese Räume tatsächlich in diesem Schloss ist ja in Kroatien, glaube ich, Königsmund, den Ortnamen weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ja. Kann vielleicht sein, dass die nicht dahin reisen konnten, um das zu drehen, dass sie da gesagt haben, okay, wir bauen dann halt ein Set irgendwie einigermaßen originalgetreu nach oder dass es eben so ähnlich aussieht. Könnte ein Grund sein. Wie gesagt, ich finde es schade, dass man es nicht gemacht hat. Wenn man es nicht machen konnte, ist es umso mehr schade. Aber wie gesagt, es soll jetzt kein, also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau und auch ein bisschen Nitpicking meiner Seite wahrscheinlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das halt gewünscht, dass man so selbst so diese Gemächer, auch dieser Saal, wo halt der Rat sich trifft, dass man den am besten noch genommen hätte, aus der originalen Serie. Das hätte irgendwie dem Ganzen noch mal so eine richtig schöne Note aufgesetzt, wo ich mir dachte, oh geil, Das stimmt. ich fühle mich wieder richtig zurück in Königsmund. Lange war ich weg, Mhm. aber jetzt bin ich wieder da. Das So, muss hey. ich auch sagen, wenn du bei dem Rat gerade bist. Ich finde, ich habe am Anfang überhaupt nicht so schnell realisiert, dass der Rat der Rat ist. Also ich war so ein bisschen, ist jetzt einfach so eine Gruppe, die da sitzt, auch so, okay, da ist einer der Meister der Münze, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Das war so ein bisschen komisch. Und da muss ich direkt zu sagen, ich finde den Otto Hightower, wie heißt er denn auf Deutsch, der Otto Name? Ist es ein Hohenturm, tatsächlich. Also haben sie Hohenturm? wirklich so eingedeutscht. Ich finde, oder fand sofort, dass der unfassbares Kleinfingerpotenzial hat vom Charakter her. Der hat mich total an Peter Baelish erinnert. Da war ich sehr überrascht und Die dachte mir, okay, Frage das ist ist. nur, ist das jetzt für dich was Negatives oder was Positives? Ich weiß es noch nicht. Also auf der einen Seite finde ich den Charakter tatsächlich sehr interessant, auch wie er dargestellt ist. Vor allen Dingen, dass er aber hier in dem Falle ja auch eine Tochter dann hat. Also dass da nochmal so ein Familienaspekt richtig mit reinkommt, den wir bei Peter Baelish ja nur in Form von Geschwärme und Liebe und Freudenhäusern hatten, sage ich mal. Schön ausgedrückt, aber zutreffend, ja. Ja, ist ja so, ne? Deswegen bin ich gespannt, wo Otto uns hinführt, weil der Charakter ähnelt Peter Baelish, finde ich, in der Stellung auch, aber stellt sich ja auch zum Ende der Folge auf jeden Fall so ein bisschen gegen die Meute. Was ich ein bisschen interessant war, war auch der Plot, wo
er seiner Tochter gesagt hat, geh doch mal den König besuchen und mach ihn glücklich. Das fand ich sehr spannend. Das war dann wieder so ein kleiner Peter Baelish Tritt, ne? Ja. Deswegen, da gibt's auf jeden Fall Parallelen, finde ich. Das auf jeden Fall. Aber dazu fallen mir drei Sachen. Also erstmal habe ich jetzt gedacht, du disfragmentierst mal gleich meinen Lieblingscharakter, den ich in der ersten Folge ausgemacht habe. Das war nämlich tatsächlich Otto Hohenturm. Ach, lustig. Den mochte ich tatsächlich sehr. Also ich hatte wirklich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Schwierigkeiten, mich an die Charaktere so ein bisschen zu heften, weil das ist natürlich erste Folge, ist natürlich nicht so einfach. Da muss erstmal überlegen, wo geht das Ganze hin? Wer hat hier eigentlich was zu sagen? Aber den hatte ich mir halt schon recht früh auserkoren. Das Zweite, was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, dieser Ratssaal. Ich muss ehrlich sagen, als ich den so gesehen habe, also mir war das recht schnell schon klar, weil ich schon auch bei dem Otto Hohenturm diese Nadel gesehen habe mit dieser Hand des Königs. Genau. Deshalb habe ich mir schon gedacht, ah ja, wird da wohl der Rat sein. Aber dieser Raum eigentlich, als ich den so gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, bin ich jetzt im Königsmund oder bin ich jetzt in Kart aus Staffel 2, wo Daenerys ja Stimmt. diese reichen Ja. Leute dieser Stadt besucht? Stimmt, jetzt wo du sagst, hat das so ein bisschen, gibt so ein bisschen das Feeling, ne? Na. Davon. Ja, Deswegen, du hast recht. also Set-Design vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt. Vielleicht ist es auch wirklich von vor Ort gedreht. Ich weiß es nicht. Also es ist halt, du machst halt zwangsläufig diese Schubladen auf. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Es ist Stimmt. einfach, du siehst was und in deinem Kopf greifen die Synapsen zum vorigen und du machst einfach den Vergleich. Es geht nicht. Du kannst dich nicht dagegen wehren, wenn du es noch so sehr willst. Du hast ja auch vorhin gesagt, du wolltest unvoreingenommen an die Sache rangehen. Ich glaube dir auch, dass du das gemacht hast, aber ganz ehrlich, wer nicht an den Vorgänger beim Gucken denkt. Das stimmt, das Also stimmt. ich weiß nicht, Nicht. wie der sein Gehirn ausgemacht hat. Ja, also mit unvoreingenommen meinte ich tatsächlich auch eher so die Meinung, weil Ja, ich hatte, das ist ich habe eine schon Sache, verstanden. Ich habe schon ja. verstanden, wie du es meinst. Also nicht, dass du halt rangehst und sagst, okay, ist von Game of Thrones, finde ich jetzt auf jeden Fall gut. Ja, genau, das meine ich. Oder die 8. Staffel war schlecht und ist die Serie bestimmt auch schlecht. Nur so kann man ja leider auch Genau. denken. Was ich zum Beispiel nämlich vorher gedacht habe, ist, und das ist auch wieder, man, ich bin manchmal echt gemein, aber tut mir leid, dass der Darsteller von Daemon Damon Targaryen, Targaryen. da habe ich mir richtig Sorgen gemacht, als ich den ersten Trailer gesehen Du habe und die meinst ersten Matt Fotos Smith? gesehen habe, genau, Matt Smith, weil ich dachte, hä, das Gesicht passt überhaupt nicht zu einem Targaryen. Und wie Ich siehst du fand es das. jetzt? Ich bin tatsächlich gecatcht von der Rolle. Also ich finde, also ich weiß nicht, warum mein erster Eindruck da so kritisch war und warum ich das so komisch fand. Jetzt, wo ich die erste Folge gesehen habe, finde ich tatsächlich, macht der einen verdammt guten Job und es fällt mir nicht auf, dass das irgendwie was nicht passen würde. Also ich bin eher happy, dass er die Rolle spielt, weil ich finde auch, dass er die zumindest jetzt in der ersten Folge verdammt verdammt gut darstellt. Und erinnert mich so ein bisschen an Loki. Also, ne, Das Marvel. stimmt, das stimmt. Der hat ein bisschen was von Tom Hiddleston. Das stimmt schon. Ich bin aber echt froh, dass du das sagst, weil ganz ehrlich, den habe ich. Also, es ist natürlich ein Ekelpaket von Charakter. Das ist mal ohne Zweifel. Der hat schon was Fieses, Perfides an sich, was wirklich auch eklig irgendwo daherkommt. Aber das muss man irgendwo dann auch dem Schauspieler zurechnen, dass er das wirklich einfach Das toll stimmt. macht. Aber ich muss sagen, trotzdem finde ich, und das ist nämlich auch der Grund, warum ich finde, dass er so ein bisschen Low-Key-Charakter hat, hat er ja auch seine mehr oder weniger einsamen Momente, wo er zum Beispiel auch mit einer Dame eine Nacht verbringt, sage ich mal, und dann mit ihr auch so ein bisschen eher einen emotionaleren Talk hat, beziehungsweise sie ihm versucht zuzureden. Aber er ist dann nicht so wie Viserys jetzt in Game of Thrones, der dann anfängt, die Frau zu schlagen oder so, sondern der ist sitzen geblieben, hat sich von ihr umarmen lassen. Das fand ich halt total wichtig als Charakterisierungsmöglichkeit für ihn. Also er ist, finde ich, nicht nur natürlich, was diese Aktion da mit der Stadtwache anging, mit den Goldröcken. Natürlich ist das ein bisschen kritisch. Die ich super effektiv aber fand. Die war wirklich gut, Ja. weil die hat dich sofort Ja. abgeholt. Du hast sofort gewusst, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich hier Genau. bin. Du hast erst noch Definitiv. so gedacht, ist Definitiv. das ein bisschen handzahm? Aber als die Szene dann kam, dachte ich mir, oh, okay. Ja,
Da Ihr war, da habt's. wusste ich auch, okay, ich bin in Game of Thrones, hat mich total zurückgeworfen in die Szene, in der Joffrey damals auch das erste Mal in so einer Situation war, wo der, ich weiß nicht, ob es der Rote Bergfried war, der damals so ein bisschen gestürmt wurde von ein paar Leuten. Vielleicht kannst du dich noch dran Ich erinnern, glaube, wo, du meinst die Szene, wo er mit dem Kuhfladen beworfen wurde, oder? Meinst du die? genau die Szene, genau die Szene war, und das hat mich total darin zurückerinnert. Das war auch so ein Flashback-Moment, fand ich. Ja. Ja, also ich weiß, ich habe die Szene auch noch vor Augen, wo dann plötzlich auch noch Sansa dann versucht wird zu versucht zu vergewaltigen und dann kommt auch noch Sandor Clegane, zerschneidet dem den Bauch, sodass die Gedärme rauskommen. Wow, wenn ich nur dran Ja. denke, wird mir anders, aber. Lecker. Aber ja, also genau das war. Vor allem das Ding ist, ich weiß nicht, hast du dir dieses Feature eigentlich gegönnt? Weil Sky hat ja gestern den ganzen Tag noch alte Game of Thrones Folgen gesendet und ich hatte reingeschaltet und da lief Schwarzwasser, die Staffel 2, Folge 9. Das ist ja Ja. wirklich auch eine super brutale Folge. Das Und da stimmt. war auch dieses Schlachtfeld, wo die die in Hälften schnell den Kopf, die Schädeldecke abtrennt mit dem einen Schwert. Also, da war man dann irgendwie auch schon wieder dann voll drauf eingestellt und. Ja, ich finde, man hat interessanterweise, oder ich zumindest, auf jeden Fall so ein bisschen vergessen, wie brutal Game of Thrones eigentlich war. Ich Na, fand. ich würde es ein bisschen anders sagen. Du hast dich einfach an einen gewissen Standard gewöhnt, einfach. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wahrscheinlich liegt das auch daran, dass Staffel 8, sage ich mal, und ein bisschen auch Staffel 7 im Vergleich zu den vorigen Staffeln sehr handzahm geworden war. Also wenn ich so die Folge 1 oder Staffel 1 im Großen und Ganzen vergleiche mit der späteren Staffel, hast du das Gefühl, das sind zwei andere Serien. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde auch, vor allen Dingen, natürlich, die Kriege und so weiter haben sich von vornherein immer weiter langsam entwickelt und gegen Ende waren es eben organisiertere Kriege. Am Anfang war es eher so wild und Jeder Wilderei gegen jeden. und genau, und am Ende waren es halt wirklich Kriege und die waren halt, ja, mehr oder weniger relativ übersichtlich. Und deswegen hoffe ich tatsächlich, dass es hier jetzt auch mit eher dem wilderen Teil anfängt, dass so alle irgendwie versuchen, gegen jeden zu hetzen. Das fand ich nämlich immer ganz, ganz interessant zu sehen, wo es dann hinführt und welche Charaktere sich dann auf welche Seiten schlagen und so. Ist eigentlich auch ganz spannend zu sehen. Naja, das Ding ist halt auch, dass es auch in den letzten zwei Staffeln auch eher um das gesprochene Wort ging, als um das Schwingen des Schwertes. Oh Das ja. wird halt sehr deutlich. Also trotzdem habe ich ja schon mal gesagt, also meine Lieblingsfolge ist halt wirklich die letzte der siebten Staffel, weil ich halt wirklich diese ganze Szene mit dieser Verhandlung halt wirklich ultra effektiv und gut gemacht finde. Und aber ich sage überhaupt nichts dagegen, dass jetzt halt eben auch wieder hier die Gewalt so ein bisschen ausgepackt wird, weil ich habe ja gerade auch gesagt, diese Szene mit der Stadtwache fand ich super gut gelungen, super effektiv, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das war so Viertelstunde oder so, als die Folge lief. Und finde ich halt wirklich genau den richtigen Punkt, um dich halt abzuholen und dich genau reinzureißen und damit du genau weißt, wieder, wo du hier eigentlich bist. Ja, das stimmt. Das sehe ich ganz genau. So finde ich übrigens interessant, dass du sagst, dass die letzte Folge der siebten Staffel deine Lieblingsfolge ist. Finde ich cool. Ich weiß nicht warum, weil das, ich kann, ich kacke hierhin genau. Nein, ich kann mir die immer wieder angucken. Ich habe da immer wieder Spaß dran, weil ich einfach auch die, da sind auch so viele Charaktere mit dabei, über die du dich hier halt so lange auch an die Fersen geheftet hast, über die ganze Serie. Jon Schnee, Cersei Lannister, Jaime Lannister, Brienne von Tarth, Tyrion Lannister. Ich kann Ja. so viele aufzählen und die sind da alle an einem Fleck, sehen sich so nach so langer Zeit das erste Mal wieder zu Angesicht und das ist. So eine geile Reunion und das ist auch so eine effektive Szene, dann vor allem auch noch mit dem Toten, den zu präsentieren. Ja, Es gibt das eine Stelle, stimmt. die ich mir immer wieder gerne angucke, das ist, wo Jaime Lannister fragt, wie viele denn in der Armee der Toten sind und Jon Schnee ihm antwortet, oder nee, wer, doch Jon Schnee antwortet ihm 100.000 mindestens und du siehst in Und seinem sein Blick, Blick, du der Blick siehst ist so viel in göttlich. seinem Gesicht in diesem Moment, Ja. dass ihm so viel klar wird, was da eigentlich für eine Gefahr auf ihn Ja, zukommt. definitiv. Ich weiß genau, Großartig. welchen Blick du meinst. Der Blick ist so toll. Ich mag generell von Jamie ja, die Emotionsdarstellung sehr. Auch vor allen Dingen, wenn Daenerys mit ihrem Drachen ankommt bei der einen Schlacht und in Staffel 7. Und auf einmal Alle zum er hört nur den Zusammenzucken. Schrei. Ja, er hört nur den Schrei und guckt so und dann gehen die Augen richtig weit auf.
Ja, das Also ist mega, großartiger mega. Schauspieler hier so mal nebenbei. Wir wollten ja, wie gesagt, eigentlich nicht so sehr über das Alte sprechen, aber man kommt zwangsläufig dahin, das ist einfach so. Ich denke mal, wir Ja. werden auch in weiteren Podcast-Folgen noch ein bisschen ausschweifender das Beleuchten von der früheren Serie. Aber was ich halt noch sagen wollte zu Daemon Targaryen, muss ich, obwohl ich glaube, ich habe es schon gesagt, dass er so wirklich dieses Ekelhafte so verkörpert, habe ich schon gesagt, okay. Nee, also das fand ich halt wirklich großartig. Ich muss auch ehrlich sagen, er ist für mich, auch wenn es jetzt vielleicht so aufgezogen wird, nicht zwangsläufig der Antagonist in diesem ganzen Schema bisher, Nee, finde ich auch nicht tatsächlich. weil die Szene, wo ich mir so dachte, oh, okay, das ist interessant, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, war nämlich die Szene, wo Viserys ihn verbannt. Oder nee, Viserion? Ja, Viserys, genau, der König. Genau, wo ihn verbannt Tatsächlich. und er macht erst so den Schritt, so nach dem Motto, ich werde dich jetzt noch, werd jetzt noch, ich werd mich dir drohend nähern und dich konfrontieren, aber er zieht dann doch zurück, weil er merkt, das hat keinen Sinn und scheidet dann irgendwie dann so mit Wut im Bauch, aber so nach dem Motto, ich bleib jetzt noch vernünftig. Also der ist, auch was du ja gesagt hast vorhin mit dem, dass er diese Szene dann hatte, dass er so auch emotional verletzlich ist, auch diese eine Szene, wo er in der Taverne da mit den ganzen Leuten sitzt. Und Genau, so ein bisschen genau. reflektiert da reinschaut. Das ist, also ich hab am Anfang so gedacht, boah, was für ein mieses Schwein. Aber im Laufe der Folge merkte ich immer mehr, so einfarbig ist der gar nicht. Wollte gerade sagen, der ist gar nicht nur böse und das finde ich tatsächlich ganz cool. Und genau die Szene, die du gerade angesprochen hast mit der Verbannung von ihm, spricht für mich tatsächlich eher dafür, dass Viserys mehr oder weniger zum Antagonisten wird, auch vor allen Dingen deswegen, weil er dann natürlich versucht, Rhaenyra als Königin irgendwie durchzuboxen und ne, er hat, muss man sich jetzt mal geben, eigentlich in der ersten Folge, er hat seine Frau getötet, mehr oder Na, weniger, ich würde eher um sagen, ein Kind zu, geopfert. Geopfert ist, glaube ich, das bessere ja, Wort. das stimmt, aber geopfert, um ein Kind hervorzubringen, nur mit dem Gedanken, dass es wahrscheinlich männlich ist. Und klar, er hätte sonst beide verloren, das wäre jetzt auch nicht toll gewesen, aber im Endeffekt, ja, er hat seine Frau geopfert, er hat sein Kind verloren, er ist der perfekte Kandidat für auch einen irren König, jetzt schon, finde Ich ich finde auch, persönlich. man hat das auch so ein bisschen gesehen, dass so das Irre langsam anfängt, in ihm aufzukeimen. Das hat man, finde ich, auch schon in der Szene gesehen, wo er dann so im Rat saß, nachdem er wirklich also nach der Beerdigung, so völlig schlaff auf dem Thron saß, so wirklich die Augen ins Leere gerichtet. Und dann, ich muss auch ehrlich sagen, das war auch wirklich, also ich konnte ihn da, menschlich konnte ich ihn verstehen in der Szene, wo die dann alle über seinen Nachfolger geredet haben und sich wie die Aasgeier auf das Erbe gestürzt haben und gesagt, wie ich könnte es Genau. machen und ich sollte es so und ich wäre der Nachfolger, perfekt. Dass er dann Oh, das so er dann einfach, dass schreit, es aus wo ihm er dann geschrien rausbricht und wird. er dann rumbrüllt, so nach dem Motto, meine Frau und mein Kind sind gerade gestorben. Was stürzt ihr euch wie die Krähen auf die Reste ihrer Leichen? Ich konnte das so verstehen in diesem Moment, habe aber auch so gedacht, oh, da bahnt sich wohl was an. Genau das war auch mein Gedanke tatsächlich in dem Moment. Deswegen bin ich ganz gespannt, weil der Rat ja jetzt schon total spiegelgespalten. Zwiegespalten. Spiegelei gebraten ist. Ja, Ziegelspalten wirkt. Schön. Aber Ja. ganz kurz, da will ich einhaken, weil das ist nämlich eine Szene, die fand ich richtig schlimm. Also nicht der Rat, das fand ich großartig. Also jede Szene mit dem Rat fand ich wirklich super effektiv und toll inszeniert, sondern die Szene mit dem Kind. Ich habe eine Sache mich gefragt und ich habe es nicht verstanden, weil es für mich hätte, wäre es das Wirkungsvollere gewesen. Du hast die Szene, dass die Frau, wie hieß sie nochmal? Ich habe den Namen jetzt. Emma, glaube ich. Ich meine, es war Emma Arryn. Rhaenys Meine. Targaryen habe ich hier stehen. Renes ist ja die, ist das nicht die Ach nee, das ist die in dem entfernt, im mehr oder Rat noch. weniger verwandte. Also die Frau Warte. ist auf jeden Fall Emma. Dann weiß ich jetzt nicht, ist auch egal. Jedenfalls, wir wissen ja beide, wen wir meinen hier. Nee, also die liegt ja da wirklich in ihrem Blut, tot in dem Bett und der Maester hat dann noch das Kind in der Hand und dann plötzlich kommt der Umschwenk zu der Beerdigung, diese kleine eingewickelte Leiche auf dem Scheiterhaufen liegt. Und ich war so in dem Moment völlig raus, sagte, hä? Der ist jetzt tot, wo kommt denn die Info jetzt plötzlich her?
weil er hat eben nur noch gesagt, das ist ein Junge und dann sofort kommt dieser Umschwenk. Und es hat mich so aufgeregt, dass da nicht die Szene kommt, dass dann noch gesagt wird, dass er gestorben ist. Das fand ich furchtbar, weil ich mir gedacht Das habe, ist, ja. weil ich mir Ja, dachte, okay. wie könnt ihr das denn rausschneiden? Ja, da war ich auch ein bisschen verwirrt tatsächlich und dachte auch, hä, ist das Kind jetzt, ist, also, ach so, oh, das Kind ist tot, oh, Ja, okay. da hab ich immer noch gar nicht verstanden. Dachte, hä, wieso liegt das Kind jetzt Ja. auf dem Scheiterhaufen? Bis ich dann erstmal gecheckt habe, dass das dann auch tot ist und er beide verloren hat. Ah, das, Aber. ich persönlich dachte, ich finde es lustig, dass du sagst, das ist das Kind, weil ich denke, dass es Emma war, die verbrannt wurde. Nee, Das war mein nee, Gedanke, weil die Emma Leiche war liegt. doch richtig riesig, oder nicht? Das war doch Nee, voll es groß. liegt ja oben, liegt die Emma, die große Leiche. Und dann davor lag so ein ganz kleines Bündel und da war das Kind Lol, eingewickelt. das habe ich nicht mal gesehen. Also das, was du gerade gesagt hast, muss ich aber auf jeden Fall zustimmen, ne? Ich fand, das war wie so eine kleine unwichtige Randinformation Ja, und das dargestellt. fand ich ganz furchtbar, weil das darf es überhaupt nicht sein, weil es ist was Nee. ganz Wichtiges. Ja. Und ich hätte auch so richtig gut gefunden, wenn er, also ich will schon wieder Viserion sagen, Viserys, da wirklich diesen Satz zu hören bekommt, es tut mir leid, wir konnten nichts mehr für das Kind tun. Dass er dann plötzlich da vielleicht noch so in Verzweiflung rumschreit oder sowas. Also, wäre das Klar, noch vor allen Dingen, gekommen? richtig, vor allen Dingen, weil er sich ja das Kind so sehnlichst gewünscht Und hat als Erben, er seine ne? Das Frau war ja ja dafür geopfert hat. eben, das war das, worum es eigentlich die halbe Folge ging. Wer ist der Nachfolger auf dem Thron? Wer ist der Nachfolger auf dem Thron? Auf Ja. einmal ist es aber unwichtig, dass das Kind gestorben wird, ist und wird einfach nur so nebenbei erwähnt. Und Genau, das fand ich, das ist wirklich ja, schlimm. Das ist ganz schlimm. ist ein guter Kritikpunkt, dass das einfach nur ausgelassen wurde, damit man direkt wieder einen Fokus auf Daemon und Rhaenyra setzt als Nachfolgen. Ja. Tatsächlich, Und auf das stimme ich Viserys dir halt echt auch zu. wieder. Also den Punkt, das war Genau. wirklich für mich der ganz große Kritikpunkt dieser Folge, wo ich ehrlich sagen muss, also das jetzt rauszunehmen, das ist ganz schlimm. Also wer die Idee hatte, der gehört verprügelt. Also Oh Mann. Schande über den Regisseur oder den, wer auch immer die Entscheidung getroffen hat. Also. Ja, aber ist ja, also ich verstehe auf jeden Fall hundertprozentig, was du meinst. Also es ist halt keine unwichtige Sache, ne? Nee, auf Das, keinen Fall. Vor ja. allem, man hat auch so, finde ich, halt Potenzial verschenkt, weil wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn es halt so praktisch den Umschwenk zum irren Viserion nochmal spannen können, Ja. den Bogen, weil dann hätte man das halt auch nochmal wirklich zeigen können, muss man halt auch ein bisschen Empathie lesen können, dass dann halt wirklich auch was zerbricht in ihm. Das sieht man zwar durch Definitiv. die Ratsszene auch irgendwo, aber zu spät. Also da ist es dann eigentlich schon wieder nicht mehr effektiv genug. Das ist in der Ja. Szene viel effektiver, als wenn du es in ein paar Das Minuten stimmt. später erzählst. Ich finde, es wirkt auch dadurch nicht so persönlich, wie es alleine mit seiner toten Frau hätte wirken können. Also es, ne, wirkte dadurch eher so geschäftlich. Ja, scheiße, Kind ist tot, Ist Frau halt ist so, tot. passiert. Ja, nee, blöd Mach mal gelaufen. weiter mit den Geschäften am Hof. Ja, genauso wirkte das, ne? Also das muss man schon sagen. Ah, Gut. ja, eine Sache, Warte, ich wollte noch ganz kurz was du sagen, hast auch noch, okay. weil das fällt mir jetzt gerade nämlich ein. Das war nämlich die Sache, wo du mich vorhin leider rausgerissen hast wegen Otto Hohentum. Es ist jetzt gemein, dass ich jetzt auf den nochmal zu sprechen komme, aber das ist dann vorhin ein bisschen untergegangen. Nämlich, hast du mitbekommen, wo Otto Hohentum herkommt? Oh, ich weiß, dass er das gesagt hat, aber ich weiß nicht, hat Es er. geht nicht mal darum, dass er es gesagt hat. Es geht darum, er hatte ja jemanden, ich glaube, das war sein Sohn, der am Turnier teilgenommen hat, wo gegen den ja Genau. Dämon angetreten ist. Und hast du gehört, wo der herkam? Alsas. Ach, stimmt, der kommt aus Alsace, ich erinnere mich. Und du Ja. weißt, was da ist. Die Ja. Meister-Ausbildungsstätte, wo ja auch hier. Wie hieß er Wo nochmal? Samuel Tali Samuel ausgebildet Tali werden dann die sollte. Ausbildung gemacht hat. Ja, stimmt. Ach so, das ist apropos, jetzt wo du es ansprichst. Fällt einem wieder ganz viel Glaubst ein. du? Glaubst du? Und das hat mich so daran erinnert, weil das war so eindeutig ähnlich gemacht. Vielleicht absichtlich, vielleicht unabsichtlich, aber der König, die Wunde mit dem Eiter. Ich habe sofort Ja, an die Grauschuppenbehandlung ich gedacht. weiß sofort, was du Ich meinst. habe Ja. sofort an die Grauschuppenbehandlung gedacht, vor allem dieses, wir wissen nicht, was es ist.
Müssen wir mal in der Septe nachfragen und so. Und ich habe sofort daran gedacht und mir wird Habe sehr ich schlecht. auch gedacht in dem Moment. Es sieht zwar, sag ich mal, ein bisschen anders aus, als das, was es, sag ich mal, in der Serie Ja, war, aber es, ich. es sieht nur nach Eiter aus in dem Zeitpunkt, statt nach offensichtlich, wie der Name schon sagt, grauen Schuppen. Aber ich musste sofort daran denken, sofort Ja, instinktiv. ging mir ähnlich. Habe ich auch sofort im Kopf gehabt. Deswegen fällt mir das gerade ein, wo du von Alsace sprichst. Ja. Aber das Ding ist halt auch, ich bin mir gar nicht mal sicher, weil ich meine, im Mittelalter warst du halt mit vielen einfachen Krankheiten, wo man heute nicht mal mehr drüber gähnen kann, warst du eigentlich schon fast dem Tode geweiht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Eiter war, wenn was geeitert hat, ist, glaube ich, auch nicht so gut gewesen im Mittelalter. Nee, es ist eigentlich eher schlecht, ne, weil das ja bedeutet, dass die Entzündung nicht gestoppt werden kann und Ja. so. Aber gut, jetzt fangen wir hier nicht mit Medizin an, da langweilen wir die Leute Ja, nicht. Und das du stimmt. wolltest ja eben gerade noch was sagen, als ich dich abgeschnitten hatte. Ja, vielleicht nur kurz noch zurück zu deinem Punkt mit Alsace. Das weiß ich nur durch einen lustigen Zufall, wenn man jetzt von Game of Thrones Zeiten wieder ausgeht, also nicht von House of the Dragon Zeiten, sondern von Game of Thrones Zeiten, ist ja Haus Hohenturm auch der Herrscher über Alsace. Alsace, vor allen Dingen wie Als Elsass, nein, Alsace. Alsace. Deswegen finde ich das ganz interessant, der Kontext, Interessant, das wusste ich nämlich zum Beispiel gar nicht. weil Haus Hohenturm sind ja auch quasi Vasallen mehr oder weniger, also so eine Art von Untertan von Haus Tyrell statt Targaryen. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn wir das so als Hintergrundinfo mal im Kopf behalten, dass er sich vielleicht in der Serie tatsächlich von Haus Targaryen abwendet, haben wir ja schon festgestellt vorhin, dass er so ein bisschen Kleinfingerpotenzial hat. Und möglicherweise irgendwann die Familie dann eben über Alsace komplett herrscht, und zwar im Namen der Tyrells das Ganze verteidigt. Könnte natürlich sein, also ich wusste das jetzt zum Beispiel gar nicht, also das war jetzt eine Info, die mir jetzt persönlich gar nicht bekannt war, dass Haus Hohenturm was mit Alsace zu tun hat, aber danke auf jeden Fall dann für die Info. Das Ding ist, bei Otto Hohenturm musste ich auch irgendwie ganz oft an Ned Stark denken, wo er Robert damals beraten hatte, weil es wirkte so ein bisschen so wie diese Brudi-Mudi-Beziehung zwischen ihm und Viserys, die so ganz eng miteinander sind und sich auch Ja, vertrauen. Ja, das ich weiß nicht. stimmt. Also ist so ein bisschen die Schublade, die bei mir aufgemacht wurde. Stimme ich auf jeden Fall zu. Den Gedanken hatte ich auch. So, und jetzt zu einem Fun Fact, den ich interessant war. Game of Thrones, Drachen und Daenerys und Jon reiten auf diesen Drachen ohne Sättel Und die brauchen und Sättel. Und die Ha brauchen haben Sättel. Sättel. Das fand ich halt total lustig irgendwie. Ich fand das richtig komisch. Naja, gut. Aber ich sag mal, es ist bestimmt bequemer, sag ich mal, auf so einem Ja, schicken ist auf Tier zu jeden Fall reiten. bequemer. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, da leben Drachen noch, ist doch schön für die und so, und dann haben die bestimmt auch mehr Erfahrung damit, machen sich das so bequem wie möglich mit den Süßen. Ja, und dann in Game of Thrones kommt die Wiedergeburt der Drachen, aber keiner kommt drauf, einen Sattel dafür zu bauen. Über so viele Jahre. Wer weiß, vielleicht haben die Macher sich auch gedacht, sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, wäre vielleicht besser. Ja, ich Nein, kann mir aber. sogar vorstellen, dass das einfacher für die vielleicht auch zum Spiel war, ne? Ich weiß nicht, wie das Naja, vom Animieren her ist, ich aber. weiß nicht, also ich glaube, beim Dreh sitzen die ja, glaube ich, nur auf so einem Gerüst, was, glaube ich, über Stäbe, glaube ich, gedreht wird und drehen das vor Bluescreen oder Greenscreen. Weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt so zwangsläufig einen Sattel braucht, um das besser drehen zu können. Ich sag mal Ja, so, das ist. theoretisch kannst du es auch so machen, dass die sich dann an irgendwas festhalten, was du dann später zu so einer Schuppe am Computer umbastelst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also weiß ich jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht beurteilen, ob man das jetzt dafür gebraucht hat. Wo ich aber zum Thema Drachen, ich meine, wir reden jetzt schon fast, also wir reden jetzt über eine halbe Stunde schon über das Ganze und kommen jetzt das erste Mal auf das Thema Drachen zu sprechen. Das liegt aber einfach auch daran, und das fand ich auch tatsächlich wirklich gut, dass die Drachen tatsächlich kaum zu sehen sind. Es gibt zwar, sage Ja. ich mal, Ja. das berühmte Wort Drakaris, was ich wirklich toll fand, dass sie das wieder mit drin hatten auf der Das fand ich Beerdigung. tatsächlich richtig komisch, weil sie hat Dracarys im Deutschen gesagt und nicht Dracarys, so wie Daenerys das gesagt hat, sondern Dra so richtige Betonung auf dieses Y oder I, wie auch immer. Na gut, das kann vielleicht Ah! der Synchroabteilung geschuldet sein.
Ich habe das eher so abgetan, von wegen, es ist einfach wirklich ein sehr emotionaler Moment und sie versucht krampfhaft Haltung zu bewahren. Weil ich meine, sie gibt praktisch den Befehl, dass die Leichen verbrannt werden. Das ist ja, und das Ja, ist ja ihre das stimmt. Familie. Das ist dann schon, glaube ich, auch ein bisschen. Also ich meine, versucht das mal auf einer Beerdigung. Ich meine, es wird nicht passieren, aber dass du praktisch, sag ich mal, den Schalter drücken musst als Familienmitglied beim Krematorium. Also ich glaube, Ja, das wirst du. Also da kannst du nicht Haltung bewahren, auf keinen Fall. Ist jetzt ein harter Vergleich, aber nur, dass man mal, sag ich mal, irgendwie was Annäherndes, was so ähnlich ist, Ja, herstellt. das sind doch, ich finde, das ist ein tatsächlich eigentlich sehr guter Vergleich. Also, Danke. ja, ist ja im Endeffekt so, ne? Also, ich meine, klar, die Person ist schon tot und so, aber trotzdem, Die da noch sag ich brennen mal, zu der, sehen, ist dann schon noch genau, mal das auch Kommando dafür zu geben, eine Leiche zu verbrennen, ist, glaube ich, nicht immer so das Einfachste. Aber was ich, wie gesagt, dazu sagen wollte, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das halt sehr, sehr gut, dass die Drachen da wirklich, also die Drachen sind halt wirklich nur in drei Szenen, glaube ich, zu sehen. Der Anfangsflug von von Rhaenerys, dann bei der Beerdigung der Drache, der die Leichen anzündet und am Schluss Daemon, der ja dann mit dem Drachen davon fliegt. Genau, Das waren die genau. drei Szenen. Ich muss ehrlich sagen, das hat auch gereicht, weil wenn die jetzt die ganze Zeit immer Drachen zu sehen gehabt hätten, ich glaube, dann wäre die Folge viel zu schnell überladen gewesen. Ja, das stimmt. Das hätte mich tatsächlich, glaube ich, auch genervt. Ich finde, die Drachen sind so ein schönes Accessoire, was man immer mal wieder zeigen kann, aber ich finde, auf keinen Fall ist es, sag ich mal, der Hauptaspekt. Ich finde die Namen auch richtig interessant dieses Mal. Ne, Caraxes fand ich total, also ich finde den Namen sehr, sehr crazy. Sehr eigen auf jeden Fall, ja. Aber ich sag mal so, die Targaryens haben ja sowieso zwar auch sehr eigene Namen, aber die haben ja, die klingen ja irgendwo auch, du erkennst schon eine Ähnlichkeit irgendwo. Also dieses Aerys ist ja immer mit dabei bei vielen Charakteren, Daenerys, Genau. Rhaenerys, Aerys Targaryen, Das also ist, finde ich, tatsächlich auch eine Sache, die unfassbar schwer ist, für mich zu merken, wer jetzt. Also ich finde, Damon hört man, wer das ist. Und ich finde, ich das kann finde, man gut tatsächlich kann man sich zuordnen. das auch sehr leicht merken, weil der Schauspieler heißt ja Matt Smith. Ja, Matt ich sag aus Damon. Versehen, richtig, ich sag immer aus Versehen mit Damon, deswegen funktioniert das sehr Ja, da gut. kann man sich das gut merken, auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, es ist zu den Drachen. Ja, haben wir jetzt. Ach so, aber ja, genau, zur wichtigsten Figur wollte ich ja noch kommen, nämlich Rhaenerys Targaryen. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, was war so dein Eindruck von ihr? Weil du hast ja, glaube ich, vorhin schon so gesagt, dass sie, was hast du, nee, irgendwas hast du ihr gesagt, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Du hast, glaube ich, irgendwie was gesagt, dass sie eigentlich zu einer sehr interessanten Regentin werden könnte oder irgendwie sowas hast du, glaube ich, gesagt. Ja, ich habe das, glaube ich, im Kontext gesagt mit Viserys, dem Ersten, Ja, genau, stimmt. Ja, ne, dass genau. er so dafür sorgt, dass sie Königin werden soll oder sollte, wenn sie wollte. Das finde ich ganz interessant. Sie hat so ein bisschen diesen Daenerys-Stil mit, oder auch vielleicht sogar eher den Arya Stark-Stil, finde ich, mit, ich möchte keine Prinzessin sein, ich will lieber Soldat werden, hat sie ja quasi, also sie hat ja gesagt, ne, sie wird lieber kämpfen. Warum muss ich jetzt gerade an diesen einen Disney-Song denken? Ich will keine, ich will lieber, ich will keine Prinzessin, ich will jetzt gleich König sein, so rum. Stimmt. Aber gut, anderes Oh, Thema. von König der Löwen. Hast recht, aber sie ist so ein bisschen so, ne? Also ich finde erstmal, dass sie unfassbar gut diese Kind-Performance abliefert, aber irgendwie trotzdem mit so einem gewissen Erwachsenengrad dahinter. Also ich finde, sie spielt unfassbar gut eine junge Erwachsene, die ihren, es ist ja, glaube ich, ihr Onkel, ne? Damon ist, glaube ich, ihr Onkel, Genau. mit dem sie sich unfassbar gut versteht und ihn auch total schätzt. Und jetzt wird sie ja im Endeffekt gegen ihn gestellt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sehr interessant wird, weil die beiden im Endeffekt gegeneinander kämpfen sollen, aber es vielleicht beide gar nicht wollen. So. Und ja, generell, wie sie so dargestellt wurde, da hatte ich auch ein bisschen Angst, so ein bisschen wie bei Matt Smith tatsächlich, auch so vom Aussehen her, dass es zu, weiß nicht, zu Untergarien-mäßig für mich wirkt. Untergarien. Das kommt gleich in den Ja. Duden. Aber ja, auch hier bin ich tatsächlich eher positiv überrascht und finde den Charakter bis jetzt eigentlich ganz,
ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht Also ich finde das, mit ihr. ich find das halt krass, dass wir das so unterschiedlich sehen. Also ich gebe dir vollkommen recht, sie spielen super und es ist auch ein wirklich toller Charakter und auch die Darstellungskraft ist halt wirklich toll. Aber ich muss ehrlich sagen, also an die beiden, die du genannt hast, hat es mich halt gar nicht erinnert, weil ich muss ehrlich sagen, dieser Charakter pu puppt sich für mich eher als, weiß ich überhaupt gar nicht, was ich da, wie ich die einschätzen soll, weil die wirkte auf mich am Anfang noch so wie die, hatte ich erst noch so gedacht, ja, okay, hat was von Daenerys, aber das ist im Laufe der Ja. Folge komplett verschwunden. Das hatte ich auch tatsächlich am Anfang, dass ich dachte, das ist irgendwie ein bisschen wie Daenerys, mal gucken, wo es hingeht. Aber wie gesagt, im Laufe der Folge ist das immer mehr und dann wirklich irgendwann auch komplett verschwunden. Und ich hatte dann einfach wirklich nur noch die Vibes, dass ich hier eine zweite Cersei Lannister vor mir sehe. Oh, spannend. Weil tatsächlich, die hat sowas im Blick. Das kann vielleicht auch nur die Schauspielerin selber sein, aber für mich hat diese Figur was im Blick, so nach dem Motto, ich lächle dich zwar an, aber in der anderen Hand halte ich schon das Messer, was ich dir gleich in den Rückenrahmen werde. Weil Oh, speziell, mutig. weil ich finde persönlich, die hat was von einer Antagonistin. Weil diese eine Szene, die finde ich ganz extrem als Beispiel dafür, war diese eine Schlussszene, wo Viserys sie vorstellt als neue Erbin und sie da Ja. so dasteht und so auf die alle herabguckt und fast sogar noch so Ja, ein hämisches Grinsen im Blick hat, habe ich nur gesagt, das oh, fand die. ich auch, hat irgendwie für mich so ein bisschen einen Charakterbruch tatsächlich gehabt, weil, ne, so wie ich das gerade beschrieben habe, wirkte sie für mich eigentlich die ganze Zeit nicht so, als würde sie das überhaupt wollen. Und auf einmal grinst sie da so mehr oder weniger so ein bisschen durch den Thronsaal. Genau, Das fand ich auch genau interessant. das ist es, was ich meine. Sie wollte das erst alles gar nicht. Sie wollte Kriegerin sein, aber als sie dann plötzlich dieses Gefühl von Macht spürt, merkt sie, oh, wie toll sie das eigentlich findet und wie schön es ist, Macht zu haben. Und Ja. deswegen habe ich da so ein bisschen Cersei-Vibes bei ihr gehabt, dass ich mir so gedacht habe, oh, die könnte wirklich so eine richtig Hinterfotzige sogar noch werden. Die richtig. Naja, du lachst, aber ich Ja, meine, was anderes war ja Cersei ist eigentlich nicht. so, ne? Cersei Und hat ich. immer, hat nie mit offenen Karten gespielt Ja. und hat immer, war ja eigentlich ganz wie ihr Vater, hat immer noch einen Aber Trick in der Hinterhand gehabt. das stimmt, aber dazu muss ich sagen, welcher Charakter in Game of Thrones und in der Geschichte ist nicht so ein bisschen Oh, da gibt's hinterfotzig? Auf eigentlich. seine Obwohl, eigenen da. Art und Na, aber da gibt Weise. es aber eigentlich genug. Also, hinterfotzig meine ich jetzt, du weißt halt nie, was dieser Charakter wirklich gerade sich so denkt oder der spielt nicht mit offenen Karten. Und da Ja, okay, gibt es gut. für mich eigentlich genug. Also, die Starks sind ja so ein Beispiel dafür, außer vielleicht Arya, die halt schon gerne mal Hintergedanken hegt. Jaime Lannister eigentlich zum Ende. Also, wie gesagt, da gibt es für mich eigentlich genug, die das nicht sind. Ich weiß, was Könnte du tatsächlich meinst. jedem Charakter bestimmte Sachen zutrauen, tatsächlich. Also ich habe da, Ja, also ich könnte euch klar jedem kann man Charakter das. eine Liste führen. Das ist dann, sag ich mal, wieder die Interpretationsschiene, wie man jetzt, sag ich mal, einen Charakter auffasst, wie er gespielt wird. Ja. Klar, natürlich, aber das ist halt doch das, was ich halt meine. Ich weiß es nicht, ob es nur die Schauspielerin selber ist, ob die einfach wirklich so ist oder ob das wirklich für den Charakter draufgeschrieben ist. Das muss man halt mal abwarten. Aber ich bin mir halt nicht so ganz sicher, was für ein Urteil ich ihr jetzt fällen soll. Also da muss ich Ja. ehrlich sagen, da finde ich vom Sympathielevel Daemon Targaryen eher weiter oben als sie. Ja, stimmt. Doch, da stimme ich dir tatsächlich lustigerweise auch zu. Obwohl ich damit auch nicht gerechnet hätte. Also er hat zwar die Aktion mit den Goldröcken da betrieben, aber auch nur, ne, weil er selber sagt, dass scheinbar der Ne, so aktuelle na, ne, so er König hat so gesagt nach dem das Motto, nicht ey, ihr habt verkommen ne, lassen, ne? er hat so nach der eigentlich muss man sagen, diese eine farbige im Rat, mal gucken, wie der hieß, Qualis ist das. Corlys Velaryon, Velaryon so rum, der hat ja eigentlich das auf den Punkt gebracht, so nach dem Motto, die Leute müssen vor der Wache mehr Angst haben als vor ihren Feinden. Und genauso ist es eigentlich auch. Und das hat ja, sag ich mal, auch Daemon so ein bisschen erklärt, so nach dem Motto, ey, ihr habt es mir doch in die Hand gegeben, also beschwert euch nicht, wenn ich dann auch mal durchgreife. Richtig. Deswegen finde ich das, also die Aktion ist sehr brutal und sieht und ist typisch Game of Thrones mäßig aufgebauscht dargestellt und so weiter. Aber irgendwo Aber schlüssig. Irgendwo irgendwo schlüssig. definitiv schlüssig und wer weiß, wenn man sich jetzt. Man hat nur gesehen, dass da viele Leute abgeschlachtet wurden. Wenn aber wirklich jeder von diesen Leuten ein Vergewaltiger oder sonst was war, was die ja auch teilweise gesagt hatten in der Szene, dann ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich sogar gerechtfertigt war am Ende des Ja. Tages. Ich muss auch ehrlich sagen, also, auch wenn das jetzt, sag ich mal, wirklich eine harte Aussage ist in unserer heutigen Welt, aber
Ganz ehrlich, einer, der Frauen oder auch Kinder misshandelt, dem kann auch gerne sowas widerfahren wie diesem einen Charakter in der Folge, dass dem einfach mal zack vorne Eier sein Ding abgeschnitten. abgesäbelt wird. Und dasselbe gilt natürlich, ne, wir sind ja in der heutigen Zeit, auch wenn Männern sowas passiert. Ach so, ja, Entschuldige. Ja, wahrscheinlich. Nee, alles hab ich gut. jetzt ausgelassen den Fall, weil es halt nicht der gängige Fall ist, aber war es natürlich nicht Ja, mit Absicht. nein, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Vor allen Dingen in der damaligen Zeit war es ja wahrscheinlich auch statistisch in Anführungszeichen gesehen häufiger, dass sowas eher vorkam, wie du es auch beschrieben hast, ne? Na, ich weiß es gar nicht, ob das im Mittelalter praktisch so wirklich hart konsequent verfolgt wurde. Also, ich kann mir durchaus, das Mittelalter soll ja wirklich, also es wird ja häufig so dargestellt in vielen, also Game of Thrones ist ja, glaube ich, auch eine der wenigen Serien, die es wirklich auch mal so ein bisschen unverblümt dargestellt hat, wie es ja scheinbar auch so ein bisschen war. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, das Mittelalter war noch viel abgefuckter, als wir es uns wirklich vorstellen können, dass da wirklich eben Frauen wirklich nur Objekte waren, die halt eben herhalten mussten für ihre Männer. Ja, Und auch wenn die das definitiv. gar nicht wollten. Deswegen, ich kann mir da, ich glaube gar nicht mal so unbedingt, dass das so unter Strafe gestellt wurde, wie es jetzt da vielleicht dargestellt wurde. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich komme nicht aus der Zeit, ich habe keine Möglichkeit, eine Zeitreise zu machen. Gott sei Dank, ehrlich gesagt, Gott sei Dank. aber das ist so, ich könnte es mir halt gut vorstellen, dass es so war. Ja, das kann ich leider auch mir gut vorstellen. Gut, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Also ich meine, wir haben jetzt, sag ich mal, wir haben, ich gucke mal auf die Uhr, 50 Minuten haben wir jetzt gut darüber gesprochen und ich finde eigentlich, dass wir auch so einiges drauf aufgearbeitet haben, was in der Folge passiert. Ich meine, klar haben wir jetzt vielleicht so ein paar Kleinigkeiten ausgelassen, wie zum Beispiel den Darian Kraut oder wie der hieß. Der, ich weiß gar nicht, was war das eigentlich nochmal für ein Charakter? Ich hab nur den Namen jetzt gerade noch im Kopf gehabt, aber ich weiß gar nicht mehr, wer der war. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber was können wir auf jeden Fall nächstes Mal ja auch weiter drüber quatschen, auch natürlich über die anderen Charaktere im kleinen Rat. Finde ich nämlich auch Wie spannend, wer gesagt, da vor noch allem mit drin sitzt. der Corliss oder wie der hieß, der farbige. Genau, Corlys zum Beispiel oder dieser Lionel oder Lionel, wie auch immer der heißt, Strong mit Nachnamen, zumindest im Englischen. Also ist ja. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar andere Charaktere, die, sag mal, Das nur finde beim ich. Namen genannt wurden, noch in Folgen, wie zum Beispiel Rickon Stark. Da habe ich etwas, war ich etwas Ja, überrascht. Ist was mir gerade auffällt, der heißt, der eine Typ hier, den ich gerade angesprochen habe, Lionel Strong, ist ja im Endeffekt auch stark, aber halt kein Stark. Das finde ich gerade irgendwie sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Telling Name ist. Wer weiß, ne? Kann Ja, ja irgendwie ich vielleicht glaube, mal das ist, sein. ich glaube, da interpretierst du jetzt ein bisschen viel rein. Weil ich meine, Stark ist tatsächlich wirklich ein Name, der im britischen und amerikanischen Unterhaltungsbereich sehr gerne genommen wird. Also den habe ich schon sehr häufig gehört. Nimm nur Ja, das Tony stimmt. Stark alias Iron Man. Ja. Bestes Beispiel. Ja, Also da hast du recht. Da hast du ich glaube, recht. da interpretierst du jetzt ein bisschen was rein. Das Ich kann meine, sein. gut, man weiß ja nie, man kann sich ja auch überraschen lassen. Eben, Wie gesagt, ich eben. hoffe halt nur, dass man vielleicht auch die etwas bekannteren Familien noch mehr in den Fokus rückt. Auch Baratheon kam ja auch schon vor, hat beim Turnier Ja. ja teilgenommen. Einen Lannister, glaube ich, soll es noch geben. Ich glaube, der kam noch nicht vor jetzt in der ersten Folge, aber es soll anscheinend noch vorkommen. Bin ich auch mal gespannt, wie sie die rüberbringen. Ja. Ich kann mich erinnern, nicht Tyrion, Tywin Lannister hat ja in einer Folge mal davon gesprochen, dass, ich glaube, sein Vater war das oder sein Großvater, dass der so blauäugig gewesen sein soll. Weißt du das zufällig, ob das der Vater oder der Großvater war? Boah, das weiß ich tatsächlich, glaube ich, Der, wo er nicht noch mehr. erzählt hat, dass das beinahe das Ende vom Haus Lannister gewesen wäre. Ich weiß, dass sein Vater Tyrion Lannister heißt, aber ob Weil das, das. also wenn es der Vater gewesen wäre, werden wir den nicht sehen. Wenn es der Großvater war, könnten wir ihn sehen. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich ganz cool. Das würde mich dann halt echt mal interessieren, Lannis das mal auch von der anderen Seite zu sehen. Aber wie gesagt, müssen wir abwarten. Das ist Zukunftsmusik. Auf jeden Fall, also wir sind d'accord. Super erste Folge, guter Einstand. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr mit vielleicht kleinen Fehlern, die man jetzt zwar sicher blöd finden kann, aber die das Ganze jetzt nicht so komplett in die Scheiße reiten, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen. Auf jeden Fall macht House of the Dragon viel richtig, holt die Fans, denke ich mal,
richtig auch wieder ab, die bei Game of Thrones ihren Spaß hatten. Deswegen, also ich freue mich auf die Folge 2. Jo, gehe ich absolut mit d'accord. Habe ich richtig Bock drauf. Das freut mich. Dann bedanke ich mich bei dir, Kati, dass du hier mit Ja. dabei bist. Ich freue mich auf die nächste Runde, wenn wir dann in der nächsten Woche die Folge gucken. Ich weiß noch nicht, wann wir das aber machen können, weil die Kati hat leider immer einen sehr engen Zeitplan. Das stimmt. Deswegen, also das, was heute aufnehmen konnten, war halt wirklich war ein gewisser Zufall und auch eine Freude. Ob das immer so klappt, weiß ich noch nicht. Müssen wir sehen. Aber auf jeden Fall denke ich mal, sollten wir es so hinkriegen, dass wir es immer bevor wir die nächste Folge gucken, aufnehmen können. Das stimmt, das kriegen wir schon hin. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Coronation Corner an dieser Stelle und ich hoffe, dass auch ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Kathi und ich sind es auf jeden Fall und wir verabschieden Ja, uns Mann. dann an dieser Stelle. Bis Genau. dann! Ahoi, Freunde.